أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, dieses Video ist ein Video für ein Buch, ja, was ich geschrieben habe, ein Vorstellungsvideo halt. Ich stelle das Buch vor, auch wenn das ein bisschen länger auf dem Markt ist. Ich komme natürlich dazu, warum es erst zustande kommt, dass wir das Buch vorstellen. Das Buch heißt, wer hat die Götzen zerbrochen? Von Polytheismus zu Monotheismus. Ja, und es ist eine kurze Abhandlung. Eine kurze Abhandlung über Tawhid und Schirk. Ich hatte das geschrieben, oder eher gesagt, es befasst einen Teil meiner Prüfung im zweiten Semester, damals, das ich hatte in der Islamischen Universität in Belgien, wo wir arabische Sprache studiert hatten und Islamwissenschaften. Und im zweiten Semester, wie gesagt, haben wir einen Teil der Prüfung war, es steckt hier in diesem Buch. Ja? Und es war, dass wir einen gewissen Text übersetzt von einem Propheten namens Ibrahim a.s. Und diesen Text müssten wir auf Arabisch niederschreiben, übersetzen und auswendig lernen und dann nochmal zitieren. Als ich den Text gelesen habe, wurde mir klar, dass dieses Beispiel, was da gegeben wird, in 10 kurz knappe Kapiteln, dieses Beispiel ein kräftiges Beispiel ist, um jeden Schirk zu zerstören, um jeden Schirk aus dem Weg zu räumen. Weil das Beispiel, im Endeffekt, die Propheten sind sowieso das beste Beispiel, alayhi salam. Ja? Und wir sehen das auch im Leben des Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, der wahrlich ein großes Vorbild für jeden Menschen ist. Und deswegen, als ich das gelesen habe, als ich die Prüfung fertig hatte, habe ich mir gedacht, subhanallah, das muss an den Leuten raus. Das müssen die Leute lesen. Die Leute müssen sehen, dass hier drin ein klares, simples, einfaches Beispiel ist, um nicht andere Dinge anzubeten. Ja, die kein Anrecht darauf haben. Denn das einzigste Recht auf Anbetung hat nur Allah subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer aller Dinge. Ja, und so kam ich natürlich auf den Gedanken, dieses Buch zu schreiben. Ich fing das Juli, 14. Juli war das, glaube ich, irgendwann, fing ich das Buch zu schreiben, 2009. Beendet haben wir das irgendwann im März 2010. Ja, war eine Arbeit von knapp einem Jahr. Und ich habe mir auch extra so viel Zeit gelassen, weil ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie ich das Buch gestalten soll. Ich wollte das nicht zu groß machen, zu viele Seiten. Ich wollte es simpel machen, es einfach machen. Und das werden die Leute merken, wenn sie es lesen. Ja? Und deswegen habe ich mir halt viel Zeit gelassen und die Zeit auch genommen dafür. Und so wie ihr seht, habe ich mir auch Zeit gelassen mit dem Vorstellungsvideo. Ja, aber das hat natürlich verschiedene Gründe. Und so ist das Buch entstanden, Wer hat die Götzen zerbrochen? Ja, wer hat die Götzen zerbrochen? Der Titel natürlich ist eine Frage, die Ibrahim a.s. gestellt worden ist. Und Ibrahim a.s. mit einer sehr schönen Art und Weise beantwortet. Das findet ihr alles natürlich im Buch. Und manche kennen auch die Geschichte. Wir haben auch nicht einfach grob die Geschichte dahin übersetzt, die ich von der Prüfung entnommen habe, von dem Buch, das ich hatte dafür. Ich habe es nicht einfach eins zu eins versucht zu übersetzen und einfach dahin gestellt. Nein, man hat auch einen Teil kommentiert und dazu was gesagt und Ayat erwähnt. Ja, weil das wichtig ist, damit man das noch verständlicher macht. Natürlich wurde ich unterstützt, was die Übersetzung angeht. Natürlich wurde ich unterstützt, was auch die Authentigkeit des Ganzen angeht, wurde alles überprüft, auch das Grammatische in Deutsch, da mein Deutsch nicht perfekt ist. Ja, das ist auch nicht meine Muttersprache, wobei ich denke mir, nach so vielen Jahren Deutschland, ich beherrsche schon teilweise die Sprache. Deutsche Sprache, schwere Sprache, sagt man. Wobei arabische Sprache ist noch schwieriger. Ja, auf jeden Fall, nun kam das Buch, ist das Buch entstanden, hat 10 Kapitel über Ibrahim a.s., die auch in die Prüfung vorkamen, hat ein Vorwort, was kein Vorwort ist, ein Schlusswort, was kein Schlusswort ist, und nochmal mein Weg zum Islam. Ja, mein Weg zum Islam habe ich dazugefügt, nachdem ich einen Nasiha erhalten habe von einem Bruder, der mir es vorgeschlagen hat. Er hat gesagt, tu doch mal deutlich, oder eher gesagt, detailliert mal deinen Weg zum Islam, weil du warst auch in einem Apolytheismus und hast zum Monotheismus gefunden. Ja, viele werden sagen, okay, du warst ja vorher christlich-orthodox oder christlich-orthodox und wo war der Polytheismus? Nun, es ist so, ich habe darin gelebt, in dieser Religion, und ich weiß, dass viel Polytheismus zu finden ist. Dass viele Menschen andere Dinge anbeten und an viele andere Dinge glauben, anstatt an einem Herrn zu glauben. Ja, Beispiel, sie beten Heilige an, sie verlangen von denen Schutz etc. Dinge, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gewähren und geben kann. Allah, der Herr der Welten, Gott, der Einzige.
für viele, aber wir bevorzugen hier das Wort Allah. Ja? So, und somit habe ich mir gedacht, okay, hast du recht. Und habe versucht, detailliert, so gut wie ich kann, den Weg, meinen Weg zum Monotheismus euch zu geben und zu präsentieren, euch zu schreiben und dass ihr das lesen könnt. Ja? Viele haben mich auch mal gefragt, vielleicht ist ja Bali zum Islam gekommen, dort könnt ihr das detailliert finden. Bi'ithnillahi ta'ala. Weil dort habe ich alles niedergeschrieben, woran ich mich noch erinnern konnte und wie dieser Weg kam und wie dieser Weg entstanden ist. Und so ist, das sind die Kapitel des Buches und das sind die Bereiche des Buches. Jetzt erstmal zum Vorwort, was kein Vorwort ist. Es war so, dass viele Leute kennen das, wenn sie Bücher lesen, dass man meistens das Vorwort überspringt. Ja? Man überspringt das Vorwort. Man denkt, ja, da sind Informationen drin, die halt nicht wichtig sind. Wobei öfters, wenn man das Vorwort liest, sieht man, dass da Informationen drin sind, die wirklich sehr wichtig sind. Und ich habe mir gedacht, ich will nicht, dass die Leute das Vorwort überspringen, weil ich wollte das Vorwort schon, ich habe im Vorwort Dinge eingefügt, die wichtig sind, auch für das Buch, für diese kurze Abhandlung und für eine Person selber. Und darum habe ich das Vorwort genannt, es ist eine Ermahnung. Und es ist wahrlich eine Ermahnung, eine Erinnerung für jeden, bi'ithnillahi ta'ala, das Vorwort an sich. Ja, du wirst kein Vorwort finden, oder wo steht hier Vorwort? Es ist eine Ermahnung und dort liest du eine Ermahnung für dich. Ja, steht da auch drin, natürlich, wie es zum Buch kam, was der Inhalt ist, etc. Aber im Nachhinein liest du eine Ermahnung. Weil ich wollte nicht, dass die Leute diesen Kapitel einfach überspringen. Ja, das war der Gedanke. Und das Schlusswort, was kein Schlusswort ist, ist, hast du es verstanden? Es ist eine Frage. Es heißt, hast du es verstanden? Nachdem du diese Ermahnung gelesen hast, nachdem du diese 10 Kapitel von Ibrahim a.s. gelesen hast, die kurz sind, ja, kurze Kapitel. Ich komme auch dazu, warum es alles so kurz ist. Und das Buch hat, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, knapp 60 Seiten. Ja? 60 Seiten ist eine kurze Abhandlung, wie gesagt. Man würde sagen, eine Broschüre. Es ist aber auch mir egal, wie man das nennt in dem Fall. Für mich ist die Message wichtig. Habe ich dieses Schlusswort, hast du es verstanden, genannt? Weil nachdem du alles gelesen hast, wollte ich nochmal die Person aufmerksam machen und fragen, bevor du jetzt meinen Weg zum Islam liest, was danach kommt, hast du wirklich verstanden, was hier gesagt wird? Hast du gesehen, wie simpel es ist zu verstehen, dass Vielgötterei sinnlos ist und dass der Monotheismus das Wahre ist, dass man Gott allein und einzig anbeten muss, dass das das Richtige ist? Ja, darum wird dann nochmal eine Frage gestellt. So ist das Schlusswort auch aufgebaut. Auf diese Frage, hast du es verstanden? Ja, und es werden nochmal Beweise gebracht. Und dann kommt mein Weg zum Islam. Ganz simpel. Ja, und eine Kurzbiografie, mein Werdegang in den Islam. Das ist der Inhalt des Buchs. Warum jetzt so simpel kurz? Warum 60 Seiten? Warum nicht 200 Seiten? Warum nicht, wie bei Genieße dein Leben, 600 Seiten? Ja? Warum nicht? Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Khatib, dessen Name jetzt unwichtig ist. Und er hatte gewisse Freitagsreden, seine Freitags wurden niedergeschrieben, und er hat seine Freitagsreden gehalten vor Leuten, die einfach waren, simple Menschen, ja, die halt einfache Sprache sprachen. Ja, man kennt das, man bekommt einen Brief von der Bank, die Leute schreiben so viel darin in den Brief und man versteht so viel nicht davon. Und die Sache, die einen von einem wollen, ist so einfach. Ja, aber es wird einfach auf ein hohes Niveau geschrieben. Und mir war nicht wichtig, dass ich ein Buch schreibe auf ein hohes Niveau, damit ich sagen kann, es ist auf hohes Deutsch geschrieben, ja, auf Hochdeutsch geschrieben. Nein, mir war es wichtig, die Message rüberzubringen, und das an jeden einzelne Person, die das Buch liest. Das war mir wichtig, und deswegen habe ich das auch versucht, auf eine einfache, kurz und knappe Art zu schreiben. Ja, und dieser Khatib hat das auch so gemacht. Er hat seine Khutbas so gemacht, dass die Leute sie verstehen. Er hat einfache Beispiele gegeben, simple Beispiele gegeben, damit die Leute es dann bei ihrem Klick mal sagen, ey, krass. Das heißt nicht, dass das Volk dumm ist oder die Leute, die das lesen sollen, die verstehen nicht viel oder können nicht das Hochdeutsch nicht. Nein, es ist so, dass einfach halt viele Menschen simple, oder eher gesagt, alle Menschen simple verstehen. Ja, wenn sie gerade nicht durch gewisse Behinderung, geistliche Behinderung gehindert sind daran. Ja, und deswegen habe ich das auf diese Art und Weise geschrieben. Ja, es ist kein Meisterarbeit, ja, wie man so schön sagt. Und es ist auch kein wissenschaftliches Buch oder wissenschaftliche Broschüre. Es ist eine einfache, kurze Abhandlung über den Schirk und über den Tauhid. Im Beispiel des Propheten, im Lichte des Propheten Ibrahim a.s. Ja, und dieses Buch hat 2 Funktionen. Und das war auch die Absicht, warum ich es geschrieben habe. Ja, ich habe damit was beabsichtigt. Wie gesagt, ich las den Text und ich fand, das ist das beste Beispiel, was ich gesehen habe oder gelesen habe, für die Dauer, um die Menschen vom Schirk wegzunehmen. Bin der Meinung, immer noch. Und die Absicht dahinter war einmal, nicht Muslime zu erreichen oder Mushrikin, halt Leute, die diese Vielgötterei begehen,
und auch Muslime zu erreichen, um denen eine kurze Broschüre zu geben, die sie lesen und verstehen können, einfach, simpel, und auch simpel und einfach anwenden können in ihre Dauer. Das heißt, das Buch hat zwei Funktionen. Einmal für den Nicht-Muslim, für den Muschrik, für denjenigen, der Vielgötterei begeht, dass er von dieser Sache wegkommt. Es ist ein Geschenk für ihn, zum Beispiel, du nimmst das, du erwirbst das und schenkst ihn und somit rufst ihn auf eine einfache Art, ja, wenn du nicht gerade der Redner bist, auf eine Art, einfache Art und Weise zum Tawhid. Und einmal für den Muslim als Geschenk, wenn der es liest, die Beispiele nimmt und anwendet in seiner Dauer, wenn er gerade ein Redner ist oder wenn er es wirklich kann und die Menschen mit diesem Beispiel ruft zum Tawhid. Das ist der Hintergrund, liebe Geschwister. Das ist auch die Absicht gewesen. Natürlich all dies, um Allah subhanahu wa ta'ala sein Wohlgefallen zu erreichen. Ja, sein Wohlgefallen zu erreichen. Im Endeffekt ist die Absicht eine Sache, die ist im Herz und die wir nicht sehen können. Ja, und wir werden am jüngsten vor Allah stehen und für all das, was wir getan haben, gerade stehen müssen und wir werden dafür befragt. Deswegen, liebe Geschwister, wie gesagt, das Buch zwei Funktionen. Einmal für den Nicht-Muslim, ja, und einmal für den Muslim selber. Nun, zu dem Vorstellungsvideo gibt es jetzt noch einen Bonus. Ja? Ihr könnt das Buch erwerben in verschiedenen Shops. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Buch bei uns oder bei mir im Shop zu bewerben, bei www.muslimstyle.de. Ja, das ist der Shop meines Schwiegervaters. Also wir haben da so einen kleinen, so gesehen, mit Familienbetrieb, wie man das auch sagen kann. Es ist halt, wie gesagt, der Shop meines Schwiegervaters, wo ich mitwirke. Und ihr könnt das Buch dort bestellen. Wenn ihr das Buch dort bestellt, habt ihr die Möglichkeit, eine Signatur auf das Buch zu bekommen. Ja? Eine Signatur vom Autor, von Abu Aliya, ja, und eine einfache, simple Signatur für dich, wenn du das Buch für dich haben möchtest, eine einfache, simple Signatur mit, von mir als Autor und eine Widmung an eine Person, vielleicht willst du den Namen uns sagen, von einer Person, die du schenken willst, eine Mutter, Schwester, Freund, Kollegen, und wir schreiben den Namen dahin, signieren das und schreiben für so und so und so und kannst es der Person dann schön so schenken, ja, oder halt eine Signatur für dich selber mit deinem Namen auch drauf, dass wir den Namen schreiben, auch von dir. Das ist auch eine Möglichkeit, die du wählen kannst. Ja, es ist nicht die Welt, aber es ist immerhin etwas mehr. Und wenn ihr das dann halt, wie gesagt, bei muslimstyle.de, die Internetadresse seht ihr, beinhaltet im Video, wenn ihr das dann bestellt habt, ihr die Möglichkeit, diese Signatur noch zu bekommen. Natürlich ist das Buch dann nicht mehr verschweißt, ja, es ist nicht mehr so mit Folie, es ist offen, weil wir da rein signiert müssen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Aber es wird dann hier vorne signiert. Das ist der Bonus in dem ganzen Video. Ja? Geht auf die Seite, könnt das Buch bestellen für euch, für Nicht-Muslime. Und natürlich zur Dauer allgemein muss ich hier noch dazu erwähnen, es gibt viele Videos von Abu Hamza zum Beispiel, Dauerkurs, was ich sehr empfehle. Es gibt auch Videos für die Dauer, Nasiha, für die Dauer von Sheikh Abul Hussein, auch was ich empfehle. Und Vorträge, die man sich anhören kann von anderen Duat bezüglich der Dauer und wie, welche Anwendung, welche Art und Weise. Weil das ist sehr wichtig, ja. Es ist sehr wichtig, dass man natürlich, dass man die Leute ruft, aber es ist auch wichtig, stabil darin zu sein. Ich habe mal einen Vortrag darüber gemacht, die stabile Dauer und dass man diese Dinge kennt, ja. Man hat die Zeit, die Möglichkeit heutzutage, Internet, alles mögliche auf Handy, auf überall das Internet. Irgendwann haben wir auch auf unseren Uhren und auf unsere Brillen Internet und dann kannst du dir diese Vorträge dir anschauen. Ja, und dieses Buch vielleicht noch dazu nehmen. Wer hat die Götzen zerbrochen? Von Polytheismus zum Monotheismus. Zum Titel nochmal, von Polytheismus zum Monotheismus, weil ich meinen Weg erwähnt habe zum Islam, wie ich auch zum Polytheismus, von Polytheismus zum Monotheismus gefunden habe. Ja, liebe Geschwister, das ist die Vorstellung. Ich hoffe, ihr erwirbt euch das Buch und ihr werdet viel Nutzen davon haben. Sonst bitte ich Allah Ta'ala darum, dass er diese kleine Abhandlung zu einem großen Beitrag der Dauer macht. Und ich bitte Allah Subhanahu wa Ta'ala darum, die Menschen, die von diesem Buch lesen, dass sie dann auch zur Rechtsleitung finden. Und ich bitte Allah Subhanahu wa Ta'ala darum, diesen Beitrag anzunehmen. Wenn ich was falsch gesagt habe, ist das nur von mir, von Shaytan. Und wenn ich was Gutes gesagt habe, ist das von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihm, seine Gefährten, seine Familie und jene, die ihm folgen werden und auf alle Gesandten und Propheten Allahs subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa und Angst eintritt, der erste Schritt dir
sehr schwer fällt, wenn der Weg nicht nach Hause führt und du dich im Labyrinth verirrst. Aus dieser Schlucht